Barbara unterschreibt das nie. Na, wenn sie es nicht unterschreibt? Wie wär's dann mit dir? Denn die Unterschrift von deiner Alten wirst du ja wohl noch können. Du hast ganz klar definierte Aufgaben und Arbeitszeiten. Ja, aber die wollten auch noch weggehen. Na und? Dann sollen sie gefälligst aufräumen. Ich finde das nicht in Ordnung von Susanne und das werde ich ihr morgen auch sagen. Und kriege ich das Geld dann sofort in bar? Natürlich. Ich müsste nur vorher kurz mit Ihrer Mutter telefonieren. Frau von Sterneck? Leider nur der Anrufbeantworter. Ihre Mutter scheint nicht zu Hause zu sein. Ich werde es später noch einmal versuchen. Oder trägt sie ein Handy bei sich? Ihr Handy? Ja, ich weiß nicht. Aber wenn sie es mit hat, dann hat sie es garantiert ausgeschaltet. Denn sie möchte beim Arbeiten ihre Ruhe haben. Tja, dann werden Sie wohl auf Ihren Dispositionskredit noch etwas warten müssen. Tut mir leid. Aber Sie haben doch Ihre Unterschrift. Ja, da sie die aber normalerweise meiner Gegenwart leisten müsste, machen wir das in solchen Fällen immer telefonisch. Verstehen Sie denn nicht? Wenn ich schon mal hier bin, würde ich die Sache natürlich auch ganz gerne über die Bühne bringen. Sobald ich Ihre Mutter erreicht habe, können Sie über den Dispo verfügen. Sie trauen mir wohl nicht, hm? Wenn es nach mir ginge, könnten Sie das Geld gleich mitnehmen. Aber ich habe nun mal meine Vorschriften. Aber meine Mutter ist doch so eine gute Kundin. Können Sie da nicht mal eine Ausnahme machen? Tut mir leid. Nicht mal dann. Aber ich werde es in einer halben Stunde noch mal bei Ihrer Mutter versuchen. Ja, dann gehe ich auch mal. Bis dann. Bis dann. Guten Morgen. Morgen. Wie hast du geschlafen? Prima. Komm runter, das Wasser ist herrlich. Schon unterwegs. Ist es nicht wunderschön hier? Ja, stimmt. Aber tu mir einen Gefallen. Jag mir nie wieder so einen Schrecken ein. Ich wollte heute Morgen das Frühstück ins Bett bringen und hab für einen Moment wirklich gedacht, du bist schon wieder gepflegt. Ach, du Spinner. Danke. Bitte. Du musst unbedingt schwimmen gehen, das ist wunderbar. Ja. Was soll das, Jan? Moment. Was denn? Voila. Was ist das? Ich war heute Morgen auch schon unterwegs, hab unser Motorrad besorgt. Wenn man schon mal so eine hübsche Reisebegleiterin hat. Du hast es mir versprochen. Na, hast du alles bekommen? Ja, wie du siehst. Dachte ich, Hälfte. Na, wenn ich gewusst hätte, dass das so ein Großeinkauf wird, wäre ich mitgefahren. Das ist immer so ein Großeinkauf. Aber es ist ja schließlich mein Job. Tja, darüber wollte ich eigentlich mal mit dir sprechen. Also, ich finde, dass es überhaupt nicht dein Job ist, für Susanne und mich den Haushalt zu schmeißen. Noch dazu gegen Bezahlung. Wir sollten das ändern. Und wie? Ja, dass wir die ganze Sache irgendwie unter uns aufteilen. So wie es jetzt läuft, passt es mir jedenfalls nicht mehr. Ich stelle doch nicht meine Freundin ein, damit sie meine Tochter bedient. Das ist doch idiotisch, oder? Ja, aber ich brauche halt nur mal das Geld. Wovon soll ich sonst das Zimmer im Wohnheim bezahlen? Frag mich sowieso, was du dort noch tust. Die meiste Zeit verbringst du hier. Kündige. Und deine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die kann ich doch vorläufig übernehmen. Arno, ich möchte nicht, dass du mich aushältst. Was heißt das denn, aushalten? Ist doch völlig normal, wenn der Partner, der mehr verdient, dem anderen unter die Arme greift. Für dich vielleicht. Für dich auch.
Eines Tages musst du nämlich mich unterstützen. When I'm 64. Und du meinst, das würde ich machen? Ja, ich würde es verlangen. Und das soll ich dir glauben? Großes Ehrenwort. Hoffentlich ist er überhaupt zu Hause. Sander. Hallo Tim, ich bin's, Julia. Hi. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir gut geht und alles in Ordnung ist. Warum bist du abgehauen? Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Wann kommst du zurück? Weiß ich noch nicht. Ist Jan bei dir? Ja, der steht neben mir. Wir wollten gerade... Dann kannst du den Rest sparen. Tim! Hallo! Er hat aufgelegt. Tja, er hat wohl nicht seinen besten Tag erwischt, dein Herr Gemahl. Naja, was soll's. Versuchen wir es nachher nochmal. Vielleicht lässt er dann hier mit sich reden. Na dann komm! Oder willst du dir von diesem Miesepeter den Ausdruck verderben lassen? Ha? Nein! Wie kommst du denn darauf? Du hast also mal wieder bestens für deine Kinder gesorgt. Eine Mutter kann nun mal nicht aus ihrer Haut. Naja, hoffentlich hat Jan seine Julia auch gefunden. Keine Angst, die Insel ist überschaubar. Naja, trotzdem muss man sich nicht direkt über den Weg laufen. Na, er wird sie schon finden. Er muss eben ein bisschen Detektiv spielen. Und Tim? Ich meine, weiß er von Jans kleiner Expedition? Ach, natürlich nicht. Der schmort schön vor sich hin. Verstehe. Dann hast du ihm also nichts gesagt. Keine Spur. Irgendwie kann er einem schon fast leid tun. Tatsächlich? Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er im Moment ein bisschen Trost gebrauchen kann. Du kannst ja deinen Ratschan zu ihm schicken, als barmherzigen Samariter. Nee, das würde ich dann schon eher selbst übernehmen. Tu, was du nicht lassen kannst, aber ich warne dich. Dieser Tim ist unberechenbar. Ich spreche da so aus eigener Erfahrung. Manchmal wird er richtig zum Tier. Das ist ja gerade das, was ihn so interessant macht. Aber Tim, wenn sie dich nicht liebt, warum hat sie dich dann geheiratet? Zur Tarnung. Zur Tarnung? Damit keiner sieht, dass sie eigentlich mit Jan zusammen ist. Tim, das ist doch hirnrissig. Ach ja, was meinst du, warum die beiden jetzt zusammen da hocken? Und warum hat sie dich bitte angerufen? Weil sie mit dir reden will. Was gibt's denn da noch zu reden? Ja, wie es mit euch weitergeht. Also ich meine, es gilt doch eine Lösung zu finden. Dazu müsst ihr allerdings miteinander sprechen. Unsere Probleme kann man nicht am Telefon lösen. Dann fahr zu ihr. Ich weiß noch nicht mal, wo sie ist. Und selbst wenn ich's wüsste, ich laufe ja nicht mehr hinterher. Diesmal nicht. Ach, wo Kati wieder bleibt. Vielleicht hat sie den Bus verpasst. Sie hätte doch wenigstens mal anrufen können. Ja. Vielleicht ist sie das. Ja, bitte? Ach, Kathi. Ja, die ist da. Moment, bitte. Ja, Kathi. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Also dann, bis später. Tschüss. Und? Sie hat sich mit Jackie in unserer Wohnung zum Videogucken verabredet und hat vergessen, heute Morgen Bescheid zu sagen. Naja, hat ja auch seine Vorteile, ne? Na, dann wissen wir wenigstens, dass es Julia gut geht. Kann ich jetzt weitermachen? Gleich. Ich habe vorhin mit Ela gesprochen. Ab sofort ist sie nicht mehr unsere Haushaltshilfe. Ach, hat sie gekündigt? Etwa meinetwegen? Es hat auch mit dir zu tun, allerdings nur indirekt. Ich will meine Freundin nicht mehr dafür bezahlen, dass sie uns bedient. Und jetzt nimmst du wohl an, dass ich wieder in den Haushalt schmeißen werde, stimmt's? Das habe ich nicht gesagt. Dann bin ich ja mal gespannt, wer sonst machen soll. Wir drei gemeinsam. Ja.
Du hast richtig gehört. Wir teilen uns den Haushalt. Jeder übernimmt ein Drittel. Jeder? Jeder. Auch ich. Also du wischst nach Feierabend den Boden oder saugst? Warum nicht, wenn es sein muss? Weil du es früher auch nie getan hast. Entweder hattest du keine Zeit oder warst zu müde oder wolltest deine Ruhe haben. Warum stellst du nicht einfach eine neue Haushaltshilfe an? Die kann ja dann noch deine Freundin bedienen. Wir versuchen erst mal so klarzukommen. Kann ich nur hoffen, dass du für die nächsten Wochen genügend Wäsche hast. Ich habe nicht vor, deine Hemden zu bügeln. Das gehört nicht zu meinem Drittel. Und wenn wir bei der Bank anrufen? Das fällt doch auf. Gero. Wer denn sonst? Ja, klar. Ich habe nur nicht mit dir gerechnet und da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ist im Krankenhaus irgendwas passiert, weil du schon da bist? Nein. Ich habe mit einem Kollegen die Schicht getauscht. Aber was machst du hier? Jackie und ich, wir wollten uns nachher noch ein paar Videos reinziehen. Könnt ihr das nicht auch auf Friedenau? Ach, du kennst doch Barbara und Christoph. Kaum hockt man vor der Glotze, wollen sie einen gleich zum Lesen bekehren. Ja, das stimmt allerdings. Naja, also, wenn irgendwas ist, ich gehe duschen. Hm? Okay. Ich gehe ran. Bei von Sterneck? Ja, die ist da. Moment bitte. Er ist es. Ist für mich. Von Sterneck? Der Kredit für meine Tochter. Ja, aber ich habe doch das Formular unterschrieben. Natürlich, ich frage auch nur der Form halber, da Sie den Antrag nicht in meiner Gegenwart unterschrieben haben. Ich wusste nicht, dass ich bei dieser verhältnismäßig kleinen Summe selbst erscheinen muss. Es ist nicht die Summe, sondern der Umstand, dass Ihre Tochter minderjährig ist. Normalerweise räumen wir nämlich Kunden unter 18 keine Dispositionskredit ein. Aber in Ihrem Fall machen wir eine Ausnahme. Ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Sie wissen doch sicher, dass Sie in vollem Umfang für die Rückzahlung der Summe nebst Zinsen haften. Tja, natürlich. Gut, das war dann auch schon alles, Frau von Sterneck. Heißt das, meine Tochter bekommt den Kredit jetzt? Sobald ich die Daten in meinem Computer habe, also in circa 10 Minuten. Sollten Sie sonst noch Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Danke. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Keine Ursache. Ja! Können wir es nicht aufschieben, bis ich von Cleo meinen Lohn kriege? Es wäre nächste Woche. So.
Super, ist echt lieb von dir. Danke. Ciao. Probleme? Peter hat nach der nächsten Rate fürs Motorrad gefragt. Die wäre diese Woche fällig gewesen. Aber? Durch die Uni kann ich nicht oft genug in der Kneipe arbeiten und so langt das Geld hinten und vorne nicht. Wenn es so weitergeht, kann ich meinen Urlaub auch vergessen. Du willst in Urlaub fahren? Ja, wieso? Darf ich nicht? Eben höre ich, dass du das Motorrad abzubezahlen hast. Na und? Und dein Stress mit der Uni? Ich meine, du hast doch gar keine Zeit wegzufahren. Das mache ich doch nur, damit ich in den Semesterferien nichts für mein Studium tun muss. Hm. Ein Job in den Ferien und fahr hinterher. Ich kann nur arbeiten oder wegfahren. Ah ja, dann kann man wohl nicht beides haben. Schade eigentlich. So, voilà daher. Jetzt ist erst mal was, hm? Ich hab keinen Hunger. Guck mal, ist aber ein Glückskeks bei, hm? Ja, ich kann dir auch ganz genau sagen, was drin steht. Einer ist immer der Loser. Ach, dann müsste das Ding ja nicht Glück, sondern Unglückskeks heißen. Ja, verschone mich mit dem blöden Gelaber hier. Was wollt ihr eigentlich hier? Tim, wir wollen nur nachschauen, ob wir irgendwas für dich tun können. Da seid ihr ein bisschen spät dran. Hätte dir mal vor der Hochzeit gesagt, was mit Jan und Julia los ist. Hätte ich mir den ganzen Scheiß hier sparen können. Moment, du hast vor der Hochzeit gewusst, dass Jan und Julia sehr aneinander hängen. Sehr aneinander hängen, ja genau. Ach Tim, von uns wusste doch keiner, was zwischen den beiden abgeht. Wenn da überhaupt was abgeht. Ich meine, das ist nicht bewiesen. Sag mal, kapiert ihr es nicht oder stellt ihr euch absichtlich so blöd? Jan und Julia sind jetzt im Moment zusammen. Und haben mit Sicherheit was Besseres zu tun, als Glückskekse zu fressen. Möchten Sie in bar oder mit Scheck bezahlen? Bar. Wie viel macht's? Oh, das geht ja noch. Guck mal, ist der nicht der absolute Wahnsinn? Ja, willst du den haben? Klar. Ist aber leider ein bisschen teuer. Ach was, das macht jetzt auch nichts mehr. Den auch noch dazu. Gern. Dann kommen also noch 698 Mark dazu. Das war's dann? Ja, für heute jedenfalls. Bin wieder da. Und? Hast du was gefunden? Ja, das sieht ja fabelhaft aus. War aber auch ganz schön teuer. Du, es ist mein Problem, wenn ich in der Oper mit dir angeben will. Mach dir also keine Sorgen. Ist das deins? Ja. Nicht schlecht, dass du dir sowas leisten kannst. Ich habe Ela in die Oper eingeladen. Da sie nicht gut in Jeans dorthin gehen kann, habe ich ihr das Kleid geschenkt. Wie praktisch. Lad mich doch auch mal in die Oper ein. Und da ich schlecht zu Fuß hingehen kann, bezahlst du mein Motorrad. Susanne. Das war nur ein Scherz. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Geld verdienen. Mir wird hier nichts geschenkt. Hallo, was machst du denn hier? Ich hatte in der Nähe zu tun, da dachte ich, schaue ich nach mal richten, bevor ich nach Friedenau fahre. Hier ist alles in Ordnung. Ach, ist Jackie schon weg? Ja, schon lange. Ach, ist er neu? Ja. Niki Di Lorenzo, nicht? Ist er nicht ein bisschen teuer? Ich meine, bei deinem Taschengeld. Siehst du, dann solltest du vielleicht mal über eine Erhöhung nachdenken. Jackie kann sich so einen Mantel nämlich leisten. Jackie? Ja, gehört ihr. Sie hat ihn mir geliehen. Ja, ist er da nicht ein bisschen groß für dich? Ich meine... Ach, ein bisschen. Aber es fällt bei dem Schnitt doch gar nicht weiter auf. Sag mal, und Jackie hat sich den wirklich von ihrem Taschengeld gekauft? Ja gut, ihre Mutter hat ihn bezahlt. Ich wusste gar nicht, dass Lamas so viel Geld haben. Ja, vielleicht hat ja die Oma was dazu gegeben. So eine Oma hätte ich auch mal ganz gerne. Niki Di Lorenzo. Na gut. Hm? Dann pass mal schön auf das gute Stück. Na, keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Wo gehst du denn hin? Ins No Limits. Ach ja, und wie kommst du denn zurück nach Friedenau? Die Jackie fährt mich mit ihrem Roller. Also, tschüss. Tschüss. Und pass auf dich auf! Du siehst ja umwerfend aus. Findest du? Ja, klar. Gefällt's dir nicht mehr? Doch, doch. Aber eigentlich hättest du es mir nicht schenken dürfen.
Ach, Ela, jetzt lass dich doch nicht durch Susannes blöde Bemerkung so verunsichern. Trotzdem werde ich mir so schnell wie möglich einen Job besorgen. Ich will sowas selber zahlen. Das sollst du ja auch, wenn es soweit ist. Habe ich dir jetzt den Abend verdorben? Nein. Irgendwie kann ich verstehen, dass Susanne im Moment etwas verärgert war. Und darum werde ich ihr auch einen Zuschuss für ihre Urlaubskasse anbieten. Damit endlich Ruhe ist. Oh, das finde ich echt stark. Oder müssen wir etwa befürchten, dass sie wieder versucht, irgendeine Spielbank zu sprengen? So, jetzt lass uns aber gehen, sonst bringt Othello das Dämona um, bevor irgendjemand unser schönes Kleid gesehen hat. Was du willst. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so genau. Und warum bist du hier? Ich hatte gerade zufällig in der Gegend zu tun. Zufällig? Darf ich reinkommen? Aber jetzt erzähl mir erstmal, was das für ein abgefahrener Schal ist. Ist der auch neu? Ja, der hat mich heute Nachmittag auf dem Heimweg angelacht. Wie viel? Das hat gerade noch gereicht. Heißt das, die ganzen 5.000 sind schon wieder futsch? Aber eine Cola ist noch drin. Das gibt's doch nicht. 5.000! Ja, sag mal, weißt du, was die Sachen kosten? Das ist alles vom Feinsten. Klar, aber 5.000 ist echt eine Menge Kohle. Na und, das Geld muss unter die Leute. Ja, toll. Aber hast du vielleicht mal an morgen gedacht? Da ist nichts mehr mit Shoppen. Ja, da guckst du. Ohne Geld läuft nichts. Aber das hättest du dir vielleicht mal vorher überlegen können. Sag mal, bist du gar nicht neugierig, was drin steht? Ist doch egal, was die schreiben. Erstens kommt es sowieso anders und zweitens, als man denkt. Ist das jetzt sowas wie eine Philosophie? Nee, Lebenserfahrung. Ich hole uns mal schnell einen neuen. Ja, aber nur, wenn ich ihn aufmachen darf. Den Keks. Ja, klar. Ich räume das hier noch schnell ab. Ja, gute Idee. Ich habe dich übrigens lang schon nicht mehr auf Friedenau gesehen. Was soll ich denn da noch? Mich besuchen. Das wäre dann aber auch der einzige Grund. Hey, war das jetzt sowas wie ein Kompliment? Was steht denn jetzt drin? Der beste Weg, um eine unglückliche Liebe zu vergessen, ist eine neue zu beginnen.